Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racer, herzlich willkommen zurück hier bei Nick voll zockt. Car-Mechanik Simulator 2015. An dem Auto hier gibt es zwar die Bereitstellung des Teils Auspuffrohr. Oh, what? Was ist das? Die haben heute wieder was gepatcht. Was ist das Sternchen da hinten? Heißt das, wenn ich jetzt... ich verstehe das Sternchen nicht. Ich weiß nicht, was die mir sagen wollen. Es soll wohl ein Highlight geben. Für den Shop. Aber irgendwie... Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was das Sternchen heißen soll. Wird sich vielleicht noch zeigen. So, wir nehmen erstmal die Karre und gehen auf die Teststrecke Alte Fabrik und suchen den Fehler. Fehler in allen Teilen gibt es hier im Spiel leider nicht. Aber es gibt Autos, da könnte man denken, das sind Fehler in allen Teilen. Ich habe schon Autos gehabt, die habe ich eigentlich fast komplett zerlegt, nur um die schädlichen oder schadhaften Teile auszutauschen. Und am Schluss hatten wir Reparaturrechnung von 29.000. So, herzlich willkommen hier im Driving Simulator. Es ist echt unglaublich hier. Ja, mit Tastatur muss ich hier fahren. Kann ich ja gar nicht. Also wenn ich irgendwas mit Tastatur fahren würde, würde das so aussehen. Pum! Zum Glück müssen wir dieses Teil nicht reparieren, das geht nicht kaputt. Alter. So, jetzt müssen wir hier über die Huppelpiste. So, und dann müssen wir hier, müssen wir dann bremsen. Exakt, gebremst. Ja, so, coole Show. Das Problem an der Tatsache ist, es wird uns vermutlich nicht alles aufdecken, was an dem Auto kaputt ist. Aber es gibt uns mal einen groben Einblick. Ich würde gern wissen, was das Sternchen da bedeutet. Ich blick's nicht. Angeblich gibt es sowas, dass es im Shop gehighlightet werden soll. Die Teile, die man braucht. Hey, das ist alles ganz. So ein Mist. Was an dem Auto ist kaputt? Bremssystem. Und das hat er nicht gefunden. Ich habe doch da gebremst und Gas gegeben und gemacht und getan. Ist auch alles in Ordnung. Die geben mir so ein bisschen zu denken. Ich würde den ja ganz gern mal hier drin, aber da können wir gerade nicht rein. Ich bin aber am Überlegen. Bei dem Auto ist ja alles vorgegeben, ne? So, ich will das jetzt mal wissen hier. Ich mache jetzt mal Häkchen da rein. Und geh jetzt mal hier an den Computer. Geh mal nicht ans Tablet, sondern geh mal an den Computer und sag: Autoteile laden. Ich denke, das wird gehighlightet. Wieso wird da nichts gehighlightet? Ich blick's nicht. Ich blick's überhaupt nicht. Warum ich da so ein Sternchen reinmachen kann.
So, wir testen das jetzt. Ah! Ach nee, oder? Ist nicht euer Ernst. An dem Auto wird mir jetzt das Teil gehighlightet, was ich tauschen soll. Wie langweilig ist das denn, bitteschön? Ich dachte, das wäre ein sinnvolles Fix. Ich dachte, das wäre sowas Computerteilerliste, Einkaufsliste mäßig. Ja gut, man kann jetzt sehen, wenn man es einbauen will, wo es hingehört. Machen wir gleich wieder aus. Das ist ja, ne. Das macht ja das Spiel kaputt. Das lebt doch davon, dass ich... Hier sind doch eh die Teile vorgegeben. Was untersuche ich denn das Auto? Das macht ja das Spiel kaputt. Das lebt doch davon, dass ich die Teile suchen muss. Ich hätte jetzt gedacht, da wird im Shop gehighlightet, dass ich praktisch sagen kann, so, die Teile möchte ich alle kaufen und dann gehe ich in den Shop und dann ist es dort gehighlightet. Ich meine, für alles andere habe ich doch das hier, wenn ich nicht weiß, wo ein Bremssattel ist, dann bitte, ja, bitte. Ich habe das doch dadurch gelernt, wo was ist. Und ich zerlege mittlerweile hier ganze Autos. Und Kaufteile. So, was haben wir denn hier für ein Problem? Ich bin jetzt nochmal am gucken. Also wir haben dreimal Bremssattel und einmal ABS-Pumpe. Also ist der Bremssattel hier scheinbar okay? Dann brauchen wir das Rad gar nicht abmachen. Mach ich das beste Rad hinten drauf, aber es ist eh wurscht, die sind alle ziemlich gleich gut. Ja, und sie haben ein neues Auto reingepatcht. Bin mal gespannt, wann wir den kriegen. Und was das für einer ist, ja, ich meine, also, mal im Ernst, hier gibt es so viele Autos, eins mehr, eins weniger. Haltet mich da jetzt nicht für blöd oder so, aber ich stelle mir die Frage, ein Auto mehr? So wichtig fürs Spiel, echt jetzt? So, ich meine... Was ich cool finde, ist der Youngtimer DLC, der heute eigentlich rauskommen müsste. Wenn ihr das Video seht, müsste er erschienen sein. Weil am 1. kommt er raus. Ah, ich gehe immer noch hier hin. Macht der Gewohnheit. Bremsen! Wir brauchen eine ABS-Pumpe. Und wir brauchen dreimal Bremssattel. Also hier hätte ich es gerne markiert gehabt, ja, dass ich weiß, das muss ich kaufen, das muss ich kaufen, das habe ich noch irgendwo offen, das muss ich noch einbauen, das muss ich noch kaufen. Brauchst du nicht am Auto markiert zu kriegen, bitte. Kommt man da hin, wenn das am Auto markiert werden muss? Nächstes Mal komme ich in die Werkstatt und dann sagt dann dort der Kfz-Mechaniker, machen Sie mal ein blaues Kreuz bitte auf die Teile, die ich tauschen soll. Oder so. Nee, also Freunde, diese Markierung finde ich überflüssig. Da hättet ihr es besser im Shop markiert. Dann hätte ich nämlich einfach ein Auto zerlegen können, hätte alle Teile verramschen können und hätte dann in den Shop gehen können, hätte sehen können, was ich alles kaufen muss. Dann hätte ich in einem Schwung wieder zusammenbauen können. Dann hätte nicht dieses lästige... Wo ist er denn da? Dann hätte nicht dieses lästige... Wie heißt es? Gesuche im Shop und mir das merken müssen, welche Teile ich habe. Ich meine, deshalb habe ich das Tablet. Ja, es hört sich blöd an. Dass ich nicht mehr weggehen muss von der Stelle. Ja, damit ich mir merken kann, welche Teile ich brauche. So, das können wir zumachen. Deckel drauf. Katze tot. Schraub, 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 schraub. Schraub, 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 schraub. Krass. So, alles dran, alles drin, alles okay. Wir drücken O. Hey, alles gefunden, ohne dass wir es markieren müssen. 2301 sagen, super Sache. Wir haben 2,5 XP-Diagnosefahrt. 15.000.
Ich hab nur 11.000. Wir machen mal schnell ein bisschen Geld. Schön wär's. Das Teil hier ist laut einer Aussage, die ich gelesen habe, nicht mehr reparierbar. Das hier, das ist wohl noch reparierbar, aber ich behalte es trotzdem mal, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das auf 90% hochwerte, dann kann ich es trotzdem reparieren. Ich finde das jetzt blöd. Jetzt haben wir die EP, aber die Kohle nicht. Also ich meine, wir haben die EP runtergesetzt. Ist eine nette Aussage. Aber wenn man dann das Geld nicht hat, wozu das Ganze? So, das ist in einem guten Zustand und das sieht auch noch brauchbar aus. Da liegen unsere Bremsprobleme vermutlich nicht. Ich kann mir eigentlich schon fast denken, wo die Bremsprobleme bei dem Auto hier sind. Was sollen wir bei dem noch machen? Auspuffrohr, ne? Das sieht aus, als hätten wir Bremsprobleme. Die Bremsbeläge, die sind fertig und die Bremsscheibe wohl auch. So, da drüben haben wir das gleiche. Bremssattel sieht da ein bisschen mitgenommen aus. Ah, Diagnosefahrt. Ich brauche den Diagnosefahrt. So, wir gucken uns den Spaß hier mal an. Passt. Passt. Dann müssen wir hier hinten noch Bremsprobleme haben. Anders kann ich mir es nicht erklären, dass so viele Teile kaputt sein sollen. Ja. Gelb. Das sind alles nur Bremszettel, die da kaputt sind, oder was? So, dann haben wir hier noch das Auspuffrohr. Das nehmen wir auch gleich noch mit auf den Weg hier rüber. So einfach mal im Vorbeigehen damit abgebaut. So, ja. Die ist aber doch tot, ja. Und die Bremsbeläge, die gehen noch. Das ist ein Drama. Ja, solche Kombination ist ein Drama. Bremssattel kaputt, Bremsbeläge gehen noch. Beziehungsweise es war mal ein Drama, das haben sie ja besser gepatcht. Also die haben super Patches gemacht, das heutige da. Gut, sie haben Fehler behoben. Warum bleibe ich eigentlich nicht beim Auto? Ich habe doch das Tablet extra freigeschaltet, damit ich hier nur T drücken muss. Man kann dann hier 3 Bremssattel einkaufen. 2 Bremsscheiben einkaufen. Ich habe keine Ahnung, was kaufe ich hier eigentlich? Ich gehe einfach los und kauf. Bums ja. Ja. Wir brauchen ja nur, wie viel? 15.000? Wir können ja einfach mal sinnlos hier die ganze, den ganzen Mist hier rausschmeißen. So, was will der eigentlich für Teile haben in dem Auto? 61er. Das trifft sich gut, denn dann ist es egal, wo wir das Zeug einbauen. Das ist nämlich das Gute daran an dem Patch, dass sie die Teile alle auf ein Level gebracht haben. Hallo, ich will einbauen. Da vorne wichtig die Bremsen. Kommen die besseren Sachen drauf. Mir fällt da gerade noch was ein. So, Bremssattel. Ich glaube, ich habe nur Bremsdingens zu viel gekauft. Bremsbelag zu viel. Kann das sein? Schlechtes Gedächtnis, glaube ich, haben wir. So, da hätten wir eine Bremsscheibe gebraucht. Die haben wir nicht gekauft. Das Einzige, was wir nicht gekauft haben.
So, und die Bremsbeläge, ja. Und der Bremssattel. So, wenn wir jetzt auf unseren Arbeitsauftrag gucken, müsste alles erledigt sein. Bingo! Bremssystem, alles gefunden, gemacht und getan. Und Auspuffrohr und Auftrag abschließen. Danke, tschüss. So, neue Autos braucht unsere Werkstatt, dass wir neue Aufträge reinholen können. Denn wir brauchen 15.000. Teileliste bereitgestellt, Teileliste bereitgestellt, Teileliste bereitgestellt. Teileliste bereitgestellt. Haben wir eigentlich schon mal einen Motor rumgeschraubt? Das wird teuer, haben Royale Crown und Motorprobleme. Da könnten ein paar tausend bei rumkommen. Wow! Motorkopf verrostet, ABS-Pumpe kaputt. Was haben wir da sonst noch? Daneben, Wasserpumpe im Arsch. Das ist, wisst ihr, das ist das Coole, das Spiel weiß es noch nicht, ja? Oder weiß es das schon? Motorkopf, Wasserpumpe, Kolben mit Pleuelstange, Batterie. Ja, und dann über die übrigen Bremsprobleme. Machen wir mal rauf auf den Heber. Das ist, eigentlich ist das ein schlechter Scherz. Aber wir müssen auch das Öl runterlassen, glaube ich. Das Öl rauslassen. Ja klar, wegen der Pleuelstange. Die können wir nicht rausholen, wenn Öl im Motor ist. So viel kann ich schon mal verraten. Wo haben wir den tollen Wagen? Hoch auf dem roten Wagen. Ja. So, so, so. Boah, mir wird schlecht. Ich komme mit der Steuerung irgendwie nicht. Ist egal. Komm, lauf neben dran. Dann freue ich mich. So, und wenn ich das Öl rausgelassen habe, dann mache ich immer eine Sache. Mach immer die Ölwanne ab, wenn ich das Öl abgelassen habe. So. Erstens, um zu gucken, ob die Kolben okay sind. Da sehen wir nämlich schon den kaputten im Kolben. Und zweitens, damit ich mir merke, ich habe das Öl rausgelassen. Ich kann das Auto nämlich nicht abgeben, solange das in dem Zustand ist. So. Dann machen wir das hier mal ab, sonst können wir den Motorkopf nicht ausbauen. Dann brauchen wir einen Turbo, müssen wir mal ausbauen, sonst können wir den Motorkopf nicht ausbauen. So, dann bauen wir das hier mal ab. Wie gut muss denn hier dieses Zeug sein in dem Auftrag? 66%. Das wird interessant. So, ja, um Motorkopf abzubauen. Und da alles jetzt abbauen müssen, nur um den Motorkopf abzubauen, ist echt ein Wahnsinn. Aber wir müssen dann hier eh abbauen, sonst kommen wir nicht an die Pleuels ran. So, Riemenspanner muss weg. Dann muss der Riemen runter. Dann muss der Riemen runter. Dann können wir die Wasserpumpe abschrauben, die wir ersetzen müssen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass ich das hier noch abmachen muss. Okay, verstehe ich, weil das ist ja so eine Durchreiche hier von einer Kurbelwelle an das Rad. Dieses Rad ist allerdings außen auf diesem Steuergehäuse befestigt und das könnte ich normalerweise einfach mit dem Steuergehäuse abnehmen, aber nee, ich muss es hier erst abschrauben. Und das ist ein bisschen schade, aber gut, ich kann es verstehen, dass man das so gelöst hat. Ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu lösen. So, was spricht der Zahnriemen? Der sagt, ich bin okay. Was sagen diese Nockenräder? Die sagen, sie sind okay. Und die Nockenwellen sind auch okay. Was nicht okay ist, ist der Freund hier. Nun müssen die Zündkerzen noch raus.
So, bauen wir den Motorkopf ab. Ja, alles nichts Tolles. Das haben wir alles schon tausendmal gemacht. Im privaten Spielstand. Ich hatte kurzzeitig schon mal überlegt, ob ich, nachdem ich euch die Anfänge hier gezeigt habe, in den privaten Spielstand wechseln soll, um dann dort weiterzumachen. Aber soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Es ist dort mittlerweile gähnend langweilig. Ich mache dort nichts anderes wie Autos kaufen, Autos komplett zerlegen, Autos wieder komplett zusammenschrauben und dann die Autos wieder verkaufen. So, wir brauchen eine Bleistange für 300. Wir brauchen einen Motorkopf R4. Und dann können wir den Kram doch schon wieder anfangen zusammenzusetzen. Ich bin mittlerweile richtig gut, was das Spiel angeht. Ich habe da drin echt genug Autos zerlegt und zusammengebaut. Wie hat meine Frau es letztens gesagt? Das Spiel denn so interessant? Ja, ist es. Ich weiß nicht, warum es das ist, aber es ist es. Ich habe das echt durchgesuchtet. Ich glaube, ich stehe bei 16.000 EP. Das muss man sich mal geben. Ja, wir sind hier froh, dass wir irgendwie 2.700 haben. Im privaten Spielstand stehe ich bei 16.000. So, Zahnriemen da drauf. Steuergehäuse da drauf. Hallo? So, Wasserpumpe A4 brauchen wir noch. Wo haben wir die Wasserpumpe? Ja, wenn das hier markiert wäre, ich finde das viel, viel interessanter. Alles ausbauen, ganz schön gemütlich hingehen. So, dann machen wir hier wieder die Serpentina A und B drauf. Dann machen wir eine Riemenspanne wieder ran. So, das war's dann eigentlich auch schon fast. Dann haben wir den Motor eigentlich schon gefixt. Schraub, 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 schraub. So. Ach, der ist schon drin. Der Dingens, gut. Dann können wir das hier noch dran schrauben. Kamera mal ein bisschen anpassen. Schon ein bisschen aufwendiger, sowas am Motor zu machen, ne? Dauert schon ein bisschen länger als die anderen Dinger, die da vor kurzem erst abgeschrubbt wurden. 4 Autos in einer halben Stunde. Also diesmal sind wir nicht so schnell. So, das da drauf. Dann haben wir das alles. Das war der Turbo. So, jetzt brauchen wir da hinten noch das ABS-Pumpenteil da. Das wollt ihr auch nicht mehr. Finden wir eigentlich unter Bremsen. Schweineteuer. 950 kostet das Ding. Schon makaber. Ich kämpfe darum, 15.000 zu kriegen. Das mache ich normalerweise mit einem Autoverkauf, aber gut. Anderes Spiel im Prinzip, anderer Spielstand. Was ist mit der Batterie? Die ist rot. Die soll ich austauschen. Hier ist im Auftrag. Batterie, Tatsache. Ja. Ich dachte doch schon, die sieht irgendwie nicht mehr so fit aus.
So, Motor, Batterie. 170. So. Motor komplett abgehakt. ABS-Pumpe abgehakt. Ja, die anderen Bremsprobleme, die wir jetzt haben, die müssen wir an den Bremsen finden. Das hat mal hoch die Karre. Okay, Bremsbeläge. Bremsscheibe. Bremssattel. Sind wir bei 4. Bremssattel. 5. 6. Wie viele Fehler gibt's? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe einen Fehler mehr gefunden. Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Da ist die Bremsscheibe wahrscheinlich nicht. Na, da. Die Bremsbacken sind nicht kaputt, glaube ich, oder? Bremsscheibe. Die ist rot. Bremsbeläge sind gelb und Bremssattel ist rot. War mir klar. Gut, passt. Bauen wir es aus. Steuerung. FTW. So, das ist alles mal rausgeschraubt. Vier Minuten bleiben wir noch, um das Auto hier abzuschließen. Dann waren es wieder vier, oder? Wir hatten zwei da stehen. Das ist echt krank. Ich mache hier Akkord. Müsste im Akkord bezahlt werden. Wenn da die Zeit noch eine Rolle spielen wird, wie viel Kohle du kriegst. So. Ich habe das Spiel einfach. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin mittlerweile weg davon. Ich spiele es nur noch in der Aufnahme und wenn ich mal ganz viel Muse habe, schraube ich an Autos rum, die ich ersteigert habe. Ansonsten mache ich wieder andere Dinge. Autorennen fahren zum Beispiel. Ich würde gern Dirt jetzt suchten, wie so ein Bekloppter, aber das lässt Spiel zurzeit nicht zu. Beziehungsweise ich müsste einfach mal hingehen und müsste mal Spielstände hin und her kopieren. Dann wird das vermutlich funktionieren. So, ich glaube, einen Bremsbelag hatten wir noch. Einen Bremssattel brauchen wir noch. Eine ventilierte Bremsscheibe brauchen wir, glaube ich, noch, oder? Bin mal gespannt. Baue ich hinten alles neue ein. Hat Style. Nein, ich will. Leute, stell mich hier gerade an. Das war ein Fehler. Das war das falsche Teil. Was mache ich denn? So, ich will zu relaxed, zu easy going hier einfach mal easy mein Auto zusammenbosseln. Und das geht gerade nach hinten los. Eigentlich kann ich die Räder doch gleich draufschrauben, dann haben wir das hinter uns. Wieder falscher Knopf. Beinahe hätte ich ausgebaut. Ja, ich bin am überlegen, was ich euch so sonst noch so mitteilen kann. Was habe ich sonst noch rausgefunden über das Spiel? Nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Bin ziemlich durch, wie gesagt. Ich warte jetzt, wie gesagt, auf den neuen, auf den Youngtimer DLC. Ich glaube, dann wird es nochmal interessant. Dann werde ich mich auf die Youngtimer Huts begeben. Und vielleicht auch mal gucken, dass ich wieder ein bisschen mehr Aufträge spiele in meinem privaten Spielstand. So. Die haben wir gekauft. Die haben wir gekauft. Wir haben einen Bremssattel vergessen zu kaufen. Ist das jetzt echt. So, dann das Rad drauf.
Dann reingucken in Auftrag und wir haben Motorenprobleme gefixt und wir haben die Räder gefixt und wir haben 5000 auf der Uhr stehen, aber da fehlt noch was. Wir haben, und das sehen wir hier, da unten was abgeschraubt, was uns dran erinnern sollte. Da muss noch Öl rein. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man immer die richtige Menge Öl hat. Ich habe mir am Anfang, habe ich mir im Kopf gemacht, dass ich da nicht zu viel Öl reinschütte. Ganz im Ernst, hey, es geht ganz einfach. Einmal Öl Maximum, ja, also ich meine, ihr müsst Öl nicht Maximum machen. Ja, es gibt so zwei Punkte. Es gibt einmal den Punkt, wenn er gleich die Ölkanne hochnimmt, so, dann ist eigentlich genug Öl drin, normalerweise. Wenn ihr dann weiterlaufen lasst, kommt ihr zu dem Punkt, da läuft es über. Jetzt seid ihr beim Maximum. Ja, das kostet euch nichts, das Überlaufen, kostet 20 Euro, das Ding voll zu machen, ganz im Ernst. Dann braucht ihr nicht mehr zählen. Einfach volllaufen lassen, einfach überlaufen lassen, passt schon. So, alles repariert, 5553, kabum, uns fehlen 500 Euro, dann haben wir eine Diagnosefahrt. Aber wir werden uns dann noch nicht kaufen können. Warum werden wir nicht kaufen können? Wir brauchen noch Geld, um Autos zu reparieren. So, Routineüberprüfung, Reparatur, das Fahrwerk, schlüpfrige Lenkung, laut. Auto lässt sich schwer kontrollieren, schwache Bremsleistung, Routineüberprüfung, Reparatur, jetzt vor. Die nehmen wir jetzt einfach beide an. So. Beziehungsweise, nein, wir nehmen sie nicht an. Wir nehmen die morgen an, dann ist ein neues Auto reingepatcht und vielleicht haben wir Glück, dass dann beim Auto nachholen schon ein neues Auto mit hier in der Liste mit drin steht. Deshalb nehmen wir heute nichts an hier, sondern sagen bei einer leeren Werkstatt, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir hoffentlich ein neues Auto im Spiel haben. Youngtimer. Ich meine, wir haben ja heute schon ein neues Auto drin. Eigentlich ist das ja... Moment. Ich will das mal sehen, das neue Auto. Das ist das neue Auto. Das haben sie reingepatcht heute. Die Youngtimer haben sie noch nicht reingepatcht, glaube ich. Ne, die kommen irgendwann am 1.5. gibt es den kostenlosen DLC Youngtimer. Explodieren. Alles mal aufmachen. Karosserie ausblenden. Guck mal, hat der Allradantrieb? Ne, der hat einen Heckantrieb. Cut, Auspuffrohr. Getriebe hinten raus. Was für ein Motor? Ja, man kann das leider nicht drehen, sonst würde ich mal... Oh doch, man kann es drehen. Ja, das ist ein R4 SOC, glaube ich. Ich glaube, so heißt der SOHC oder so irgendwas. Also einer, der so längs gebaut ist. Turbo oder sowas hat er nicht mit drin, wie es ausschaut. Das passt schon. Ja, schickes Auto. Ja, hat einen Heckantrieb, also hat keine Antriebsachse vorne, hat nur einen puren Heckantrieb. Das ist das Neue, was wir heute kostenlos reingepatcht haben mit dem Update. Und morgen gibt es das Youngtimer DLC kostenlos. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Und ich bin jetzt erstmal raus. Sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.